Hallo Freunde, heute erklären wir euch die häufigsten und wichtigsten Parfümfehlermeldungen. Diese werden anhand eines Codes bzw. einer Zahl am Display angezeigt. Manche davon sind schnell und einfach behebbar, andere wiederum bedürfen den Tausch der betroffenen Komponente. Kommen wir nun zum Fehler 30. Erscheint der Fehlercode bzw. Errorcode 30 auf einem Display, handelt es sich hier bei einer Kommunikationsfehler zwischen Motor, Controller oder dem Display. Als erstes sollte man alle Steckerverbindungen zwischen Motor und Display überprüfen und auch das Kabel zwischen Motor und Display auf etwaige Beschädigungen überprüfen. Vor allem entlang des Hauptkabelbaums. Also, hier haben wir den Hauptkabelbaum. Ihr solltet nun dem Hauptkabelbaum entlang schauen, ob es irgendeine Quetschung gab oder ein Kabelbruch entstanden sein könnte. Dann geht einfach weiter und überprüft das Kabel zum Display, ob auch hier irgendwo ein Fehler oder ein Defekt vorliegen könnte. Manchmal kann es vorkommen, dass ein Kabelbinder das Kabel gequetscht hat oder ein Kabelbruch die Ursache ist. Dann hilft leider nur der Tausch des Hauptkabelbaums. Bleibt der Fehler bestehen, sollte man einmal den Controller ausbauen und den weißen eckigen Stecker zwischen Stator und Controller prüfen. Hier haben wir wieder den Hallsensorstecker. Diesen haben wir in einem anderen Video schon besprochen. Denn auch hier kann wieder Oxidation die Ursache sein. Hierfür den Stecker wieder mehrmals ein- und ausstecken, damit die oxidierten Stellen wieder Kontakt zueinander haben. Bleibt der Fehler auch noch nach dieser Überprüfung bestehen, empfiehlt es sich, ein anderes Display zu probieren, um den Fehler im Display ausschließen zu können. Bleibt auch nach diesem Fehlerausschluss der Fehler bestehen, hilft leider meist nur noch der Tausch des Controllers. Generell ist es bei diesem Fehlercode hilfreich, wenn man gegebenenfalls Ersatzkomponenten zur Verfügung hat bzw. diese ausleihen kann, um das Ausschlussverfahren anwenden zu können. Hat man diese zur Hand, so kann man als erstes einen anderen Hauptkabelbaum ausprobieren. Falls dies nicht hilft, dann einmal ein anderes Display am alten bzw. bereits in Verwendung befindlichen Hauptkabelbaums anschließen. Als drittes Verfahren einmal den neuen Hauptkabelbaum und das neue Display in Kombination verwenden. Bleibt der Fehler dennoch bestehen, kann man davon ausgehen, dass der Controller defekt ist und ein neuer Controller den Fehler beheben kann. Wenn ihr das Video informationsreich fandet, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos rund um die Reparatur und Umrüstung eures Fahrrads.